Leute, herzlich willkommen zur Woche 4 von Till the End. Nachdem letzte Woche ja Drachi leider verstorben ist, heute sogar mit einem neuen Mitspieler Materi. Und ob wir alle drei diese Folge erfolgreich überlebt haben, das erfahrt ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Moin, moin, moin. So, an sich wäre dann jetzt alles bereit und ihr könnt gerne loslegen, wie ihr wollt. Ab hier ist alles euch überlassen. Materi, hast du schon irgendwie eine Idee, was du machen willst im Projekt? Irgendwas bauen oder so? Ich muss erstmal überleben. Ja, okay, actually true. Aber insgesamt planen wir erstmal, ich möchte ein Haus bauen. Oder irgendeinen Unterschlupf. Ja, ist jetzt die Frage, sollen wir dich einfach abholen gehen? Also. Ja, könnt ihr machen, wie ihr wollt, wenn ihr Zeit habt. Die Zeit steht noch. Also die Sonne geht nicht weiter. Party, die Sonne, die geht nicht weiter. Ja, so ein Schaffen. Nein. Wie ist das denn, Polarbär? So, nur so eine kurze Frage. Hast du genug Essen mit? Ja. Ach, immer Strauch. So. Ne, wir hoffen nicht, dass er heute stirbt, sonst sind Fong ja nicht ja wieder alleine. Hoffentlich stirbt heute keiner. Ja, das wird schon nicht passieren, ich sterb nicht. Fong, haben wir die Koordinaten vom Dorf? Fuck. Nein. Ich glaube, ich hab's mir ungefähr gemerkt. Wir hätten Equipment mitnehmen sollen, Fongi, ne? Hab ich. Ah, hast du, okay. Ich hab mitgedacht. Das hier sind jetzt eigentlich die Koordinaten. Die sind übrigens oben jetzt. Warum ist hier ein Eis? Der geht auf Reisen, der Eisbär. Okay, also ich bin jetzt wieder im Spawn. Ja. Dicke starke alle, oh, voll die ja alle enchanted, ja. Moin. Wunderschön, da kommt er. Ja, habt ihr drei Wolle? Ich hab drei Wolle. Hier. Ich hab sogar vier. Das sieht bei mir auch in Real Life aus. Dann lass mal wieder zurücklaufen, oder? Ein Seed durchgespielt. Ja, wir hätten halt die Betten mitnehmen sollen. Ich glaube, das wäre schlauer gewesen. Ja, Creeper nicht so schön. Jo, ja, einfach. einfach PvE-Event direkt hier. Ja. Grüße an deine Vögel übrigens, sorry. Materi braucht übrigens einen neuen Teamnamen. Habt ihr wieder wen gefunden? Ja, wir haben einen neuen Mitspieler, den guten Materi. Habt ihr jemanden neuen gefunden? Oh, jo, ich kann schon gar nicht erwarten zu sterben und im Chat dann in der nächsten Woche zu lesen und hab dir schon einen neuen gefunden. Ja, wir schätzen und lieben ihn. Jetzt noch. Oh, was eine Drohung. Was ist denn hier los? Junge, hier ist einfach. Paddy, könntest du aufhören, Mobs zu spawnen? Das wäre echt cool so. Einfach The Walking Dead hier. True, ey, ich stand vor einem Feld, aber war einfach ein Zombie ist vor mir gespawnt. 5 Blöcke vor mir. Was sind da? Erstmal umschauen. Also hier nochmal die Wand des Streams, einmal die Ho des Streams, Danny. Pupsi ist ein guter Admin, denn der Eisengolem, wir haben letzte Woche noch einen Eisengolem verloren, der mit einer Rose in der Stand, in der Hand gestorben ist. Wir haben Drachi verloren, noch tragischer natürlich. Und dann die Subs aus den letzten 2 Wochen im Stream. Jo, mehr haben wir hier noch nicht eingerichtet. Und ja, wir können ja noch was können wir noch zeigen? Ah ja, wir können unser schönes Kartoffelfeld zeigen. Da sind Tintenfische drin, die sind immer sehr suizidgefährdet. Also die sterben sehr oft und teilweise backen die auch da hinten dann durch den Berg und sind dann auf einmal weg. Ja. Oh, okay. Das sind sehr die ganzen Fische hin, die hier drin waren. Ja, was eigentlich euer Lieblingsessen? Ich hab mir von einem Döner geholt, aber ganz nett. Mein Lieblingsessen ist Fisch. Ist das jetzt eine Provokation eigentlich? Warum? Weil Fische Freunde sind und kein Futter, deswegen. Kabeljaufilet zum Beispiel, mit so einer normalen Panade, also nicht viel dazu, und so Zitrone und Kartoffeln. Vielleicht überlegen wir uns das nochmal, ob der ein Projekt ist. Ja, sind wieder hier, bei der Mobfarm. Hier oben ist ein Spawner drin, für Basti erkläre ich das. Da oben ist so ein Spawner drin, da spawnen die halt und ja, dann ist da Wasser und das flutscht dann hier runter und dann kann man die töten. Ich glaube, wir müssen die nächste Nacht schlafen, wegen Phantome. Voll, eigentlich nicht? Ja. Ja doch, die erste Nacht sind wir hingetravelt und jetzt die zweite Nacht und gleich wieder die dritte. Ja, seit Covid habe ich keine Zeit, auch in Minecraft habe ich keine Zeit. Fühl dich tatsächlich so, Zeit ist relativ, Schlafrhythmen sind relativ, es ist alles so non-existent, würde ich sagen. Ja, wohl Schlafrhythmus ist ein bisschen drin. Was ist ein Schlafrhythmus? Ja, ich schau mir jetzt mal eine Dia-Rüstung zusammen. Drache, ich weiß. Den normalen Schlafrhythmus. Jeder Schlafrhythmus ändert sich jeden Tag, gefühlt. Ich meine, man schläft ja nicht jeden Tag genau 8,00 Stunden so. What the fuck, du kennst einige, die das tun, so real, die so eins zu eins zu sagen, yo, ich schlaf genau 8 Stunden. Das ist krass. Ja, was haben wir jetzt noch vor heute? Wollen wir heute versuchen, Looting zu bekommen und auf Trident-Jagd zu gehen oder so? Ja, ich wollte sowieso anschauen. Also, wir können auch allgemein ein bisschen erkunden gehen, so. True. Die anderen Richtungen. Also ich fahre mir jetzt tatsächlich erst in meine Dia-Rüstung. Viel Erfolg dabei, stirbt nicht. Was? Nein, ich noch nicht. Okay, ganz kurz, jetzt muss ich call-outen. What the fuck? Was für ein Monster, was für ein Dämonenkönig schläft genau 8 Stunden ohne Wecke? Was für eine interne
Eisenuhr hast du in deinem Körper eingebaut. Das ist krank. Das einzige Schlaftalent, das ich habe, ist, ich kann schnell einschlafen, aber ich brauche 3 Wecker, um aufzustehen. Wollen wir schlafen oder wollt ihr Nacht wach bleiben? Ich würde die Nacht gerne nutzen. Du kein Bett. Warum spawnen wieder Phantome? Das macht absolut keinen Sinn. Das sind 4 Phantome beim Dorf. Also ich finde Bambuswald ziemlich nice. Aber die Pandas nur, ich mag Bambus nicht so. Er isst Fische, er mag Panda. Ich cancel ihn auf Twitter. Okay, chill, Danny. Das ist witzig, weil ich in dem Moment, als ich dich lösche, mich gesagt habe, mich mit dem Wasser einmal gelöscht habe. Was ist das? Da sind irgendwie 10 oder 20 Phantome über dem Dorf. Paddy, könntest du aufhören, die zu spawnen? Das wäre echt Mocke so. Da kommen immer neue in meine Render-Distance rein. Übrigens, Leute, schaut euch das neue Fong-EMG-Video an. Er hat die 2. Folge von letzter Woche hochgeladen, falls ihr nach dem Stream noch nichts zu tun habt und noch mal trauern wollt um Drache, könnt ihr das gerne tun. Das ist zu hoch? Das ist zu lang? Nein? Nein? Höher? Höher? Oh mein Gott! Der war eben gerade perfekt, der musste nur ein Stückchen weiter nach rechts. Ich muss meinen Shader ausmachen, ich krieg gerade echt legit Angst. Du spielst mit Shader? Yes. Oh mein Gott, bist du irre. Film HD! Hallo Film! Willkommen im Stream, was geht? Film? Ich esse gerade Krapfen, Beste. Es heißt Berliner. Du kleine Mistgeburt. Das sind was? Berliner. Ja, ich nenne es auch wahrscheinlich auch Krapfen. Danny, jetzt darfst du in den Chat kommen und... Ey, was denn? Ich bin Bayer. Was soll ich machen? Nicht Bayer sein. Ah ja, okay. Warte, ich ende kurz im Reisepass alles und so. Warte. Korrekt, mach bitte. Okay, bin wieder da. Ja. Hat es geklappt so? Ja, also die Dame war echt nett. Ja, auch gesagt, Oh mein Gott, du bist so eine Missgeburt, als ich Bayer gesagt habe, und dann hast du es direkt geändert. Da bin ich direkt aus der Warteschlange gekommen. Jetzt Sniper-Duell kriegen, bitte. Oh, toll. Nice. Satisfying. Cool. Ich bin tatsächlich 0 mal gestorben. Also. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Fomi, was machst du manchmal mit deiner Tastatur? Oh, das ist ein Creeper! Ich soll einen Joke bringen! Was? Ich hab ein Mikro umgestellt. Creeper. Wer will, wenn du... so nach einer Stunde, wer jetzt schon... Stimmt, wir brauchen noch einen Teamnamen. Also vorher war der Teamname... Flausch... Was war der? Was war der Teamname? Ja, ich weiß gerade gar nicht mehr. Irgendwas mit Schuppe und Pelz oder... Flauschige Pelzschuppe, glaube ich. Jetzt brauchen wir einen neuen Teamnamen. Marius, hast du ein Tier, was du präferierst? Chamäleon, aber ich glaube, das passt nicht so in Teamnamen. Fisch, Chamäleon, Panda. Krokodil vielleicht auch noch. Und Flamingo. Ich hab tatsächlich eine Spinnphobie. An Minecraft-Spinnen habe ich mich gewöhnt, aber ich konnte zum Beispiel Skyrim nicht weiterspielen. Oh mein Gott, ja. Furchtbar. Kenne ich ganz viele, die genau das gleiche Problem haben. Es gibt eine Mod, die Spinnen mit Spider-Mans austauscht. Ich soll vielleicht nicht so im Offenen in der Höhle rumstehen. Ja, als ich gerade vorhin weggegangen bin wegen meinem Reisepass, da war ich auch einfach offen in der Höhle, bin ich rumgestanden. Für einen Reisepass einfach sterben. 4 Zombies und 3 Skelette. Imagine Real Life Tod vor hier Projekt Tod. Wäre denn irgendwie auch so Till wie End, ne? Habt ihr schon einen neuen? Ich laufe gerade 5 Stunden in dieser Höhle rum und ich verlaufe mich aber nur und ich finde nichts. Meine fucking Batterie ist leer schon wieder. Okay, meine letzte Hoffnung, ich hab noch eins irgendwo. Ich stehe schon wieder offen mitten in der Höhle rum, Alter, bitte. Oh, ich hab gerade einen fucking Oberschenkelkrampf. Ich bin gerade in meinem Bett um mein Aufladegerät zu holen und meine Batterien. Und ich habe einfach jetzt den übelsten Oberschenkelkrampf. What the fuck? Ich fühle den Schmerz so mit. Ja, man kennt ihn. Karma-Fluss, oh Gott. So, Handcam. Looting 3, yes. Let's go, Fongi! Ne, meine Facecam ist einfach rausgegangen, meine Kamera. Die 3 Battery Packs sind leer gegangen. Wie? Frag mich nicht. Das Schild fehlt noch, Fongi, vor dem Mining Game. Das Mining Game Schild. Hashtag Mining Game. Ja, wenn ich heute sterbe, wird das unser Teamname sein. Dias. Okay. Es war jetzt überraschend, dass da jetzt Dias kam als Reaktion drauf. Was ist eigentlich, ich finde, was ist der Running Gag mit dem Gomme? Gibt es irgendwie eine Geschichte? Einfach. Ja, sagen wir so, es ist einfach so ein
Running Gag schon seit Ewigkeiten bei mir und ich benutze das halt immer so. Und letztens ist es auch auf dem Discord ein bisschen eskaliert vielleicht. Ja, das, also, das habe ich gesehen. Da ist noch einmal gekommen. Oh, könnten Sie ihre Preise anpassen? Ich würde auch gerne mit offenen Augen schlafen können. Schon wild sein. Oh, das ist creepy. Und dann denkst du, dass er sich reinlegt so. Und dann sagst du, haha, ich schläg dich rein. Dann wacht er wirklich nur so auf und schlägt dich. Ich hab immer noch dieses eine Schild vom Anfang. Das ist noch nicht kaputt gegangen. True, ich hab meins auch seit Anfang. Oh, Knockback ist aber eigentlich nicht so nice, ne? Ja, stimmt. Oh, Dias! Die haben mich immer erschreckt. Ja, dann können wir von mir aus gleich losgehen. Dann gibt's endlich Content, Leute. Okay, ich hab 15 Dias. Ja, das ist true, Danny, das ist true. So, ja, von mir aus können wir losgehen. Let's go! Dschungel! Mit Featherfalling 4, ja. Dschungel! Oh mein Drache, oh mein Gott, es tut mir so weh jetzt für Drache, dass wir so schnell Dschungel. Das tut mir jetzt so weh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben innerhalb von 5 Minuten Dschungel und Drache, nein. Als ob. Ist er noch im Stream? Ah. Bambus-Dschungel sogar! Oh nein! Das ist so ein Bambus-Dschungel! Drache! Oh Gott. Weißt du, er sucht 3 Stunden danach und stirbt noch auf dem Weg und wir führen noch 5 Minuten einfach. Oh mein Gott. Das war so. Das ist so. Oh mein Gott. Drache ist auf dem Stream, ja. Ganz schön. Drache schreibt nur, naja. Dschungeltempel. Bist du Redstone-affin, Marius? Was heißt affin? Also kannst du Sachen mit Redstone machen, die schön sind und toll. Ich habe mir über die Jahre einige Sachen eingeeignet. Ah, Creeper! Jo, Leute, das war's mit dem Projekt. Es hat mich gefreut. Ich weiß nicht, wo der Creeper jetzt herkam. Ich habe die Koordinaten, glaube ich, gezeigt. Das heißt, da liegen 20 Dias rum und ein bisschen Lapis. Ich gehe nochmal. Oh, fuck! Als ob, Mario. Oh Gott. Bitte nicht. Ist nicht passiert. Okay, ich muss mal kurz nachgucken. Kann ich... Warte. Kann ich meine Kamera aufladen? Oh, es sind doch erst 2 Stunden vergangen. Ja, Marius, ne? Ja, ist halt passiert, ne? Wie ist das genau passiert? Ich stand in der Höhle, da waren Creeper. Ich habe alle getötet und dann stand ich da und hab kurz mein Inventar geschaut, weil ich das wegwerfen wollte wegen Gunpowder. Dann kam anscheinend ein Creeper hinter mir und ich konnte nicht rechtzeitig blocken. Oh fuck, alles war unlucky. Aber oh, das kam auch wieder so unerwartet. Warum konnte man alles so unerwartet? Was ich mich noch mehr frage, warum war die Aufregung bei Diamanten viel größer als bei einem Creeper, der ihn umbringt? Ist halt echt so. Oh mein Gott, Diamanten! Oh, Creeper. Dann verabschiede ich mich erst. Oh mein Gott, Babyhund! Dann hab ich mich erschrocken, Alter. Ich hab 42 Knochen. Euch noch viel Spaß, euch beiden. Ne? Mario, es tut mir echt leid, vielleicht schön. Vielleicht bist du ja mal beim Spieleabend oder so noch dabei oder schaust im Stream vorbei. Jojo, mach ich. Kuss, Mann. Also, see you. Ciao, Mann. Töte den Babyhund für mich. Ja, der Babyhund ist jetzt du in Ehren, der bei uns ist. Ja, Party, ja. Neuer, ne? Die Rotation. Drache hat übrigens auch geschrieben, Bambus ist einfach das Mördermaterial hier im Projekt. Wenn wir jetzt nochmal eins sonst sehen, wir haben ja letztes Mal vermutet, dass der den Countdown macht, wenn wir leaven, ja stirbt. Aber weil Danny den gemacht hat, war das System jetzt so überlastet, dass er einfach den neuen Spieler umgebracht hat. Stimmt. Oh mein Gott. Wir dürfen keinen Countdown mehr machen. Hat nicht der Chat den Countdown? Ah, stimmt, der Chat hat den Countdown gemacht. Ja. Achso. Hat der Chat den Countdown gemacht? Echt? Ah ja, stimmt. Ja, ihr seid schuld. Ihr seid schuld, dass er gestorben ist. Und Junge, können wir mal kurz einen Moment innehalten und sagen, dass dieser Dschungel verdammt riesig ist. Ja, willst du hier ein Haus bauen, Fongi? So ein zweites Anwesen. Materi, danke für dein Follow. Kurz geredet. Oh, die ist lang. Weißt du, die Hunde sind so dumm. Manchmal... Oh, Ozean. Weißt du, die sind wie DJ. Manchmal richtig schlau, manchmal einfach so lost. Ja, das ist actually ein guter Vergleich. Ja, dann machen wir mal, ne? Hier ist Marius. Aber den müssen wir irgendwie kennzeichnen, ja. Können aus dem Kasten. Wie viele Kakaobohnen hast du? 3. Ja, der macht braun. Braun, schöne Farbe für ihn. Ja, jetzt schon für den Übergang, damit wir Güter wissen. Also die Vorstellung, dass irgendwie in den Ozean einfach Drachis Leiche liegt.
Ich sehe links noch ein Schiffswrack gleich, auf jeden Fall. Mhm. Da wären halt auch nochmal Ruinen so. Oh, zum Schiffswrack, yeah. Da ist noch eins. Oh, guck mal, der Delfin ist bei uns. Ey, Formi, wusstest du, dass da vorne schon ein Schiffswrack ist? Schieß uns ab, wenn wir unser Boot treffen. Fahr weiter, Formi. Wow. Weißt du, wir müssen dann nächste Woche wieder alles neu von vorne vorstellen, was es hier auf der Web gibt. Ja, das mit dem Dreizack wird noch eine wilde Sache, so. Mhm. Ja, lass mal auf die andere Richtung fahren und dann da weiter auf Land weiterlaufen. Aber die Frage ist halt, wenn jetzt jemand Neues nächste Woche kommt, dann müssten wir eigentlich im Village sein, ne, damit wir den holen können. Ist halt jetzt die Frage, ob wir weiter jetzt noch suchen sollen, noch so eine Stunde und dann zurücklaufen, damit wir so gegen eins wieder zu Hause sind. Oder wir riskieren einfach und die Person nächste Woche ist halt einfach ungeschützt, denn da baut doch ein Spawnlager. Ja, müssen wir ja auch wieder zurücklaufen, jetzt den ganzen Weg. Also stell dir vor, wir würden jetzt gleich zusammen sterben und irgendwas. Hm. Dann macht Party einfach so alleine weiter. Ich pupste gerne mein Leben lang, wo keiner vor mir war. Pupste lang und breit, wo keiner vor mir war. Das Pupsimon, um zu verstehen, was in diesen Pups verleiht. Pups LP, komm und schnapp ihn dir. Drück die Glocke, bei allem, was er auch tut. Du mein Pupsi LP. Ja, gemeinsam werden wir den goldenen Button holen. Ja, ich bin noch hier. Yeah, Pupsi LP, Mann. Was geht? Ich hoffe, du hast deine Titelmelodie genossen. Ich hoffe, sie wurde geklippt. Ich hoffe, wir können sie uns nochmal anschauen. Nein. Easy. Komm. Guck mal, wie er sich um mich sorgt. Er platziert einfach Wasser vor. Kann hier einfach mal ein schöner Ozean kommen? Schönes Wasser, ein Meer. Ocean. Wüste. Und Ocean. Oder nur Ocean. Wüste oder beides. Ocean? Ich würde auch gerne so Pyramiden. Ah, Pyramiden. Leute, wollte ich noch mal ein bisschen Pyramidenspaß jetzt haben, so. Das ist ja witzig. Ich fand's auch gut, dass du es in der Video reingeschnitten hast von mir. Lol, wie das Sand hier. Oh mein Gott, Monka ist. Lass aus der Wüste rausgehen. Oh, Creeper! Oh mein Gott! Wie tief geht's da runter? Ach du Scheiß. Ja, yeah, die Dreizackjagd geht weiter. Junge, dieser Berg, wie gigantisch. Einfach Wüstenberg, so Mount Wüste oder so. Ich weiß halt nie, wie man Karten liest in Minecraft, aber ja. Also Leute, wir sind jetzt bei dem Abenteuer dabei. Fongy liest Karten in Minecraft und liest, in welche Richtung wir fahren. Es kann ein bisschen dauern. Lehnt euch zurück, genießt die Show. Nee, ich weiß, wo wir lang müssen. Ich weiß es, hier lang. Einmal um die Insel herum. Oder nee, ist weiter links. Oh, guck mal auf so. Ah, was haben wir denn da hinten? Nein, da fahren wir nicht lang. Ach, wir sind schon weit drüber. Okay. Theoretisch hier. Drowned, ja. Fongy, drowned. Das war meine erste Schatzkarte, die ich, glaube ich, gelesen habe. Ey, das ist doch ein Witz, oder? Rechts. Och, Digga! Digga, das Ding ist bisher immer, wenn Fongy und ich ein Ocean Monument gefunden haben, kamen einfach so 100 Stück auf einmal. Denn wenn jetzt noch ein dritter kommt, dann verschenke ich den Zip. Pyramide? Guck mal, dieses Adlerauge, Alter, das erkennt es von hier hinten. Das ist aber echt cool, irgendwie so. Hä, ist voll geil, wie die generiert ist. Da ist auch ein Enderman unten drin, ne? Toll. Der könnte halt auslösen, ne? Der Enderman. Deswegen schnell. Komm, drop nochmal 10 Ender. Boah, Alter, der hat mir schnell Hits gegeben. Ja. Aber ja, ich glaube, das war aber nicht der Enderman. Noch einer! Oh! Hä, aber war das der Enderman, der ausgelöst hat, oder meinst du, da unten war ein Mob drin? Achtung! Creeper! Oh ja. Junge, Todespyramide einfach! Ja, lass raus hier, ich will weg. Oh, schade, ja. Nicht. Ja, schade. Junge, imagine, da wird jetzt irgendwo Pegold ab oder so. Och nee, ach komm, das ist ein das Witz. Das ist so ein Witz, ne? Das der dritte. Ihr bekommt ein Subgift, Leute. Wer hat den bekommen? Danny hat den Sub bekommen! Danny, das freut mich. Ich hoffe, Danny ist noch da und ist nicht eingeschlafen. Und wir suchen auch noch neue Mitspieler. So. Ja, Leute, ihr könnt euch gerne bewerben. Ja, alle Infos zum Projekt unter dem Web, unter dem Link, yeah. Hast du Bambusholz mitgenommen? Bambusholz wahrscheinlich. Hast du Dschungelholz mitgenommen? Nee. Hast du Seegurken? Ja. Warte mal. Als ob die in der Java Edition nicht Seegurke heißt, sondern Meeresgurke. Stell's auf Englisch. Boah, warte, gibt's hier nicht diese Piratensprache? Ich will die nehmen. Ja. Nein, nimm die nicht. Pirate Speak, the Seven Seas. Oh ja, das ist cool. Wie heißt die jetzt? Kann ich mal kurz eine Seegurke haben? Salty Sea Pickle. Salzige. Baked Tether, Talisman Treasure, Fishing, Fishenwood, Powder Keg, alles klar. Bambus einfach Bamba. Bamba. Aber so mit 5 R's. Sollen wir wieder auf den Ocean? Auf den Ocean, ja. Willst du das Boot haben? Hier.
Ich will das Augenwessel haben. Das ist bei den meisten Sachen, weiß ich nicht mehr. Okay, Magic Book, alles klar. Weiß ich nicht mehr, was das bedeutet, aber hört sich cool an. Fangen soll den Panzer den scheiß Hof fahren, Alter, und Sword of the Morgris. Eine Bootfahrt, die ist lustig, eine Bootfahrt, die ist schön, ja, Basti, da kann man was erleben, lalalalalala. Ah, der Sonnenuntergang. Wunderschön. Ah ja, Leute, schaut euch dieses Bild an. Magisch, wunderschön. Rahmt es euch ein, macht doch einen Screenshot. Wir nutzen es als Hintergrundbild. Twittert es unter dem Hashtag Felgi auf Twitter. Ja. Hashtag Felgi, Hashtag TVN. Evil Witchery of Stickiness, das ist ein sehr toller Name für Fluchterbindung. Fongi, ich bin tot. Was, tot? Unser Boot. Unser Boot ist gerade gekentert. Ja, es geht langsam wieder nach Hause, Leute. Hast du noch irgendwas? Wollen wir vielleicht die Townhall dann schon mal anfangen? Oder wollen wir Friedhof bauen für Dings ja, und Dings? Lass den Dings und Dings. Lass den Friedhof an. Ja, es sind nur noch Dings. Austauschbar. Da ist ein Baby-Zombie auf Dings. Ja. Auf Huhn. Da unter dem Baum. Oder war was, ja. Ohne Rüstungsteil. Oh, guck mal, quetschen wir uns noch durch. Ich bin zu fett dafür. Ich würde gerne, Fongi, ich würde das Boot gerne in einem Rahmen hängen bei uns ins Boot hinein und dass wir das da dann halt immer in einem Rahmen haben und mitnehmen können, wenn wir auf Tour gehen. Das hat auch vieles mitgemacht. Mittlerweile ist eigentlich schon ein fester Freund von uns. So. Wir gehen nach voller Fahrt, da, in die Wolke rein. Was hast du da gebaut? Es soll ein Smiley sein. Ach so, vielleicht findet das irgendwann mal jemand. Ja, natürlich ist hier ein Pufferfisch, lol. Ich hab mich gerade so erschrocken innerlich. Warte, welche Richtung müssen wir denn jetzt wieder? Ah, in die Richtung. Was? Ja. Und siehst du das? Was? Ja, ich seh die, ja, ich seh die. Ja, ich seh die. Ja, was ist das? Einfach Skyblock. Und Chat, wie geht's euch so? Was habt ihr noch am Wochenende vor? Was habt ihr so nach dem Wochenende vor? Was habt ihr überhaupt vor? Mit eurem Leben vor. Ausruhen, ja, denn bei dir ist verständlich. Ja, ich hatte heute auch noch irgendwie so 2-3 Stunden Schlaf. Irgendwann bald bin ich 24 Stunden wach. Ja, in dem Team war ich ja letztens auch nach der Mathe-Dings. Aber weißt du, was ich interessant finde? Je öfter man das macht, ne, desto mehr stumpft man dagegen irgendwie ab. True. So, beim ersten Mal denkst du dir so, boah, man stirbt einfach gefühlt. Und jetzt so, okay. Ja, das hatte ich vor allem im ersten Lockdown letztes Jahr so. Da dachte ich mir auch so, ja, du weißt doch, Indianer haben den Jupiter überfallen von mir. Misty Highlands with trees on them. Lol. Das ist die traurigste Insel, die ich hier gesehen habe. Das wird jetzt unser Eigentum. Wir müssen diese Insel für uns beanspruchen. True, macht Schilde. Wir sind die Mining Gang, ne? Ja, Hashtag Mining Gang. Mining Gang. Die haben wir jetzt beansprucht. Nicht mehr so weit. Jungs, könntet ihr vielleicht so einen Dreizack haben? Das wäre echt Knorke. Da ist noch ein Ocean Monument, ich kotze im Strahl. Blowback Renovation, okay. Müssen nur noch die Enchantments auswendig lernen und dann beherrsche ich die Sprache. Ich sollte die unten aus meinen Dings rausnehmen. Also weil ich von den 6 Stunden verbringen wir halt locker 4 davon einfach auf den Ozean. Felix, wie geht's so? Und Fongi TV Stern, Greif Amerika, Basilikum. Wunderschön, dass uns deine random Gedanken mitteilst. Das ist echt insane so, ne? Das ist einfach nur eine Säule, die nach oben geht. Also es ist heute echt cursed, ey. Ja. Übrigens, Paddy, Pupsi, Paddo der Clown und Pedo der Pedobär. Ich habe heute übrigens dank der höheren Sichtweite Sniper-Duell bekommen. Habe ich gesehen. Ja, siehst du. Oh! Icebike. Das mag ich, das Biom. Oh, kurze Story zum Icebike-Biom. Damals, als ich 2014 Minecraft gespielt habe. Icebike-Biom sind jetzt ja nicht so... Sind sie. Also, ja. Ich bin dann über eine Minecraft-Welt geflogen und habe das so entdeckt. Und ich dachte so, yo, was wurde da gebaut? Voll krass und so. Voll heftig, ich dachte, das ist irgendwie Generierungsfehler und so. Hab Screenshot gemacht auf Twitter und hab das erst an Sparko Phoenix geschickt und so. Oh Gott. Richtig unangenehm, ich war da irgendwie 14. Das ist so unangenehm. Im Nachhinein. Denkst du gerade dasselbe, was ich denke? Ah. Weißt du, was eine Verzauberung ist, die. Oh ja. Ja, weißt du, was wild wäre, wenn wir einen Polarfuchs finden würden? Ich finde es irgendwie witzig, wie meine Zuschauerzahl die ganze Zeit zwischen 12 und 7 immer wieder hoch und runter geht. Ey, hier ist ein Eisbären. Mit seinem Kind. Hallo. Na? Oh, oh. Oh, der ist aggressiv. Ja, klar. Wenn er ein Kind dabei hat. Dieses Biom löst eigentlich nur Depressionen in mir aus. Und warum sind die Tintenfische hier unterm Eis? Es ist so ein Witz, Alter. Die spawnen auch überall, wo sie können. Alter, Tintenfische ist einfach Plage hier auf dem Server. Ja, true. So, hinter dem Berg sollte unser Dorf eigentlich liegen. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit auf jeden Fall. Könnten wir ja theoretisch mit dem Friedhof anfangen oder mit dieser Ruhmeshalle. Wollen wir die bei Drachi bauen? Also wo Drachis eben normalerweise... Der Friedhof oder die Town Hall?
Ich dachte jetzt, mach keinen Friedhofssaal, sondern eine Ruhmeshalle. Ja, von mir aus können wir die dort bauen. Stellt euch mal vor, nächste Woche wärst so ein Dulli wie ich dabei, wäre doch instant tot. Paddy, wenn du dabei wärst, ne, das wäre ein Geschenk Gottes. Das ist die Mauer. Zu Hause! Und Materi hat noch nicht mal irgendwas zurückgelassen hier auf der Map, so hat er nicht mal irgendwas gebaut. Außer das Bett bei uns oben im Zimmer. Ja, er wird jetzt immer dafür bekannt sein, in den Höhlen rumzustehen. Er ist der Caveman. Da ist sein Bett, Leute. Hier ist Materis Bett. Dort hat er eine Nacht verbracht und danach ist er gestorben. Baut einen Glaskasten mit Shit um das Bett. Junge, wenn Fongi und ich da drüben Dinge anstellen, will ich nicht auf das Bett von einem Toten schauen. Bist du irre? Aber was willst du denn in Ruhmeshalle bauen? Ich finde eigentlich so Quarz oder so richtig schön. Ja, dann müssen wir ein paar Wochen warten. Oder halt trainen. Also Fongi, ich habe hier Dark Oak. Also Dings meinte ja, wir würden gerne Dark Oak haben. Das ist der heilige Kakaostamm. Junge, Fongi, das Geräusch, ne? Er wollte kurz einen halben Herzinfarkt bekommen. Fongi, kommst du mal raus? Ja. Guck mal, was hier gewachsen ist. Nun, ich habe noch TNT. Nein, der Eisenkohle. Warum sind Libellen eigentlich Bananen? C4-8 ist eigentlich okay, wenn man die Musik gut. Was ist passiert? Ich hab genießt. Und der Amboss ist kaputt. Danny hat echt wehgetan im Hals. Ich hab grad verstanden, Danny hat gerade echt mega wehgetan im Hals. Und ich dachte mir so, was? Danny, willst du mir was beichten? Oh mein Gott. Fuck, man. Ja, fuck, denke ich da auch. Lass die Scheißmusik bitte ausmachen. Bin back! Danny, welcome back! Willkommen zurück im Stream. Zurück hat Danny das eben nicht mitbekommen, was ich gesagt habe oder was passiert ist. Das ist schön, Danny. Du hast, Fongis Hals sehr wehgetan. Mehr möchte ich nicht im Detail gehen. Oh Mann. Das ist jetzt die neue Wand der Wände. Leute, hier, das ist, also Danny die Ho, wie immer hier am Start, Ho des Streams. Pupsi ist ein guter Admin, denn der Eisengolem letzte Woche, Rip Drachi, Rip Materi. Dann die Subs von den einzelnen Streams. Küsse gehen raus. Kann man Kinder auch mit irgendwas füttern, damit die schneller groß werden? Kann ich irgendwie Brot ins Maul stopfen? Ich glaube, ja. Ich den Brot ins Maul stopfen. Das ist klar. Aber warte, ich kann ja das Brot gehen, damit ich die ein bisschen knacksen. Also, egal. Hallo, was zu... Das sah gerade sehr cursed aus. Ich habe heute nicht eine Pipi-Pause gemacht im Stream. Ich überlege mir schon mal irgendeine geeignete Form. Klaus Strauß hat geschrieben, die sind immer wieder in der Schule, du kannst mich auch... gerne mit dir reden, was du bist und du. Ich wollte irgendwas noch was vergessen. Ah, Wasser. Soll ich vorbeikommen? Wasser vorbei, will? Ich bin aber uns zu Hause. Hab eine Abkürzung halt genommen. 4, 6, 8, 10. 4, 8, 6. Warte, was? 4, 8, 6, 10. Ah, ja. Ah, die Zeit. Es ist spät. 2, 4, 6, 10. So, okay. Die. Die. Hast du gerade Pfosten? What? Die Pfosten stehen. Leute, es ist spät. Ich weiß nur, den einen Clip, wo diese Strähnen einfach quer übers Gesicht hingen. Ja, der war schrecklich. Erst wird Nacht vor dem Schlafen. Geh schon mal ins Bett, ich komme auf eine spektakuläre Art und Weise. Ja, ich bin oben. Junge, Netz stirbt. Hallo! Fongi, guck mal hier, ich hab das jetzt hier noch erweitert. Das ist jetzt. Hashtag Till the End. Ich hab Tilt the End gelesen. Hashtag Felgi. Flauschige Schuppe. Mining Game. Und Boti. Und hier vorne der heilige Kakaostamm. Kann euer Höhlensystem Materi Cave heißen? Puh, ja, das wäre cool. Die Materi Caves, ja. Die Materi Caves. Ja, warte mal, ich Schild räumen. Das klingt halt echt gut. Danny, richtig gute Überlegung, actually. Habt ihr schon den Kopf? Nee, wissen ja nicht, wo der ist. Ah, ne, er hat uns die Koordinaten ja geschrieben. Wollen wir da nochmal hin? Ja, okay. Ab in die Materi Caves. Ich höre Lava. Ich sehe Lava. Da ist der Freund, der Materi das Leben beendet hat. Ja. Stell dir vor, wir finden jetzt Diamanten und Materi hat von einfach keine richtig gefunden. Ja. Das ist eine Spur. Oh nein, hier war er. Was ist gerade richtig sad? Lava? Ja. Fongi auch so ganz entspannt, da kommt die Lava, er so, ich baue mal weiter ab. Oh ja, hier ist auf jeden Fall reingelaufen. Das ist nämlich so ein unwohles Gefühl, in seinen alten Gängen so rumzulaufen. Ist schon unangenehm, ne? Ich hab mich zum Todespunkt tippet und es ist nicht da, wo ihr seid, Tobi Horner. Hier! Nein, ich hab ihn! Wo bist du, Fongi? Oh Gott!
Hier ist er gestorben. Und da waren sogar noch Dias, die er nicht mehr abbauen konnte. Er ist bei Diamanten gestorben. Also ja, fast direkt dort. Bei einem Lavasee. Und hier hat ihn der Creeper überrascht. Hier ist ja kein Loch bei Obsidian. Wo liegt er? Oh nein. Hier ist er gestorben. Wahrscheinlich irgendwie ist der Creeper von hier oben oder so gekommen. Oder, oh mein Gott, der ist wahrscheinlich hier runtergesprungen. Und dann... Wir gucken uns den Clip gleich im Stream an. Ja, sollen wir den dann... Ja, nehmen wir ihn mit. Auf Ehre. Matt Harry ist geil. Ja, nächste Woche ist Drachi dann drin. Vor allen Dingen, ich hätte echt gerne... Ist Creeper 2? Boah, einfach gleichzeitig. Vor allen Dingen hätten wir mit Matt Harry... Er meinte so, er kennt sich ja mit Redstone aus, ne? Junge, ich hätte echt gerne gesehen, was er damit angestellt hätte. So. Stimmt. Wenn, weißt du, was wild wäre? Wenn Max sich bewerben würde und mitspielen würde, das wäre wild. Max, oh, ja, ich hätte ihn so Max, gerne hier. Oh Junge, mit Max könnten wir einfach so ein krasses Königreich dahin ballern. Das wäre so wild. Aber er macht ja keine Minecraft-Sachen mehr jetzt. Ja. Yeah. Da ist er. Als ob es jetzt regnet. Och nein, oh Gott, das macht es ja. Ist gewittert sogar. Vor allem, wir haben keinen Dreizack, ist bei dem Gewitter. Jetzt hättest du Action machen können. Hallo, Danny. Fan-Favorite ist da, meine Freunde. Warte, ich will kurz Intro machen für Danny. Meine Freunde, liebe Bekannte, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, liebe Freunde, die Zuschauer. Euer Fan-Favorite, Administrator, Gründer des Servers, der Gott des Servers. Er ist noch nicht eingeschlafen, er ist noch hier. Ich präsentiere Ihnen Foxo, der Fox! Danke, Fans, danke. Vielen lieben Dank. Ja, auch du da hinten, danke für deinen Applaus. Du bist der beste Fan aller Zeiten. Ey, du hörst dich schon so dead inside an, ne? Ja, ich bin ziemlich fertig. Danke, Danny, für deine Mühe, für deine Moderation auf dem Server. Danke dafür. Gerne. Für deine Aktivität im Stream und auf dem Server. Du musst wissen, Foxo ist ein Ehrenmann. Er ist so, der das alles überwacht und supportet. Da gehen die Küsse raus.